Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es um verklebte Faszien und die Folgen. Das kann bis hin zu Fehlstellungen gehen, Knieschmerzen, Hüftprobleme, Rückenschmerzen und vieles mehr. Das erfahren wir heute von unseren beiden Gästen. Wir haben Dr. Friederike Wiechel da von der Swiss Mountain Clinic und unseren Bewegungswissenschaftler Karl Müller. Freuen Sie sich auf eine tolle Sendung. Bis gleich. Hallo ihr beiden, liebe Friederike, lieber Karl. Schön, dass wir in der Konstellation heute zusammengekommen sind. Ja, Friederike, du betrachtest ja das Thema Faszien aus medizinischer Sicht. Was kannst du uns denn über die Faszien sagen? Das ist so ein bisschen was Neues, oder? Man kann jetzt nicht sagen, dass die Schulmedizin da schon länger mit dem Thema in Berührung kam, oder? Das stimmt eigentlich, hast du recht. So Faszien ist jetzt neuerdings in den letzten Jahren in aller Welts Munde. Ich glaube auch viel, weil es mehr und mehr Therapien gibt, die einfach so die Faszien, die Verklebung lösen. Ne? Mhm. Aber im Studium schon im Anatomiekurs kann ich mich erinnern, dass wir die ganz dünnen Häute, die so die Organe und Muskeln quasi umgeben, das sind ja die Faszien, ne? Also die Häute, Millimeter groß, die ganz widerstandsfähig sind, wo die quasi die Organe, die Muskeln drin gleiten, ne? Mhm. Dass wir die präparieren mussten. Mhm. Also wirklich ganz mit dem Skalpell und Messerchen und so, aber mehr Aufmerksamkeit hatten wir eigentlich überhaupt nicht im Studium auf dieses Thema. Ja, da hast du jetzt auf jeden Fall schon mal die letzten Jahre, Karl, viel Augenmerk draufgelegt, oder? In deiner ganzen Forschungsarbeit. Ja, ohne Faszien würde der Mensch ja nur so ein Klumpen Fleisch sein. Die Faszien, die, wenn man, wenn es ein Mittel gäbe, bei einem Menschen, toten Menschen, alles wegzuätzen, außer die Faszien, du würdest den Menschen voll erkennen. Mhm. Du würdest alles, er wäre aber nur noch 20%, hätte nur noch 20% des Körpergewichts. Der Faszienapparat ist das größte Organ. Mhm. Es ist ein zusammenhängendes Organ. Viele sagen dann, ja, die Haut ist doch das größte Organ. Mhm. Das stimmt, aber die Haut ist ein Teil. Die ganzen Hautschichten sind ein Teil des Faszienapparats. Mhm. Und wie Friederike gesagt hat, man kennt das natürlich aus der Anatomie, aber man hat, oder heute noch, im klassischen Medizinstudium lernt man nicht die Funktionen des Faszienapparats. Und es gibt einen ganz berühmten Faszienforscher, der eigentlich die Funktionen der Faszien so bekannt gemacht hat, ist Professor Dr. Robert Schleip in Deutschland. Und er hat viele Bücher geschrieben. Und ein Buch, nennt sich Faszienapparat als Sinnesorgan. Mhm. Und wenn der Faszienapparat ist unter anderem ein Sinnesorgan, ich sehe im Faszienapparat den Bordcomputer, wo die ganzen Bewegungen und alles gesteuert und geregelt werden. Er hält also den Menschen zusammen. Die Muskeln sind dumm, die Myofibrillen, diese kleinsten, die sind ja rot und die können gar nichts. Also die können sich nur zusammenziehen und entspannen. Mhm. Anspannen, entspannen. Aber die Hülle, die Faszienhülle, sagt dieser Myofibrille, wann sie anspannen soll und wann sie sich entlasten soll. Mhm. Aber alles, was steuert, regelt, das ist der Faszienapparat. Dann ist es ja im Grunde dieses ganze Informationsbild, wo den Körper in eins verbindet, würde ja auch erklären, ich war mal beim Osteopathen und hatte im Rücken ein Stechen und die hat an meinem Fußgelenk einen Umknick Folge Bewegung entdeckt. Mhm. Ja, sie hat gesagt, irgendwann bist du mal umgeknickt, hat mir dann den Fuß korrigiert und dann war hier oben Ruhe. Also bedeutet, da scheint ja eine extreme Kommunikationsbahn
zu laufen oder auch die Effekte, die wir ja auch hören, wenn jemand Knieprobleme hat, dass dann in den Faszien im Organbereich gearbeitet wird, dass dann das Knie entlastet wird. Ist das in der Schulmedizin schon bekannt oder wird da eher in der Alternativmedizin mitgearbeitet? Also ich kenne keinen Schulmediziner, der daran denkt. Auch ich war ja lange im Krankenhaus als Assistenzärztin oder in der Sportmedizin, vielleicht der ein oder andere, aber bei den Orthopäden, nee. Mhm. Da wird man ganz schnell lieber operiert. Genau. So. Ja, du als Ärztin darfst es natürlich sagen. Auch heute noch in der Schulmedizin wird das in der Uni wird das nicht gelehrt. Also so wurde mir das auch rübergebracht. Es gibt ja, um das Beispiel aufzunehmen, es gibt ja mechanische Kompensationsbewegungen. Und wenn irgendwo, ich habe mal meinen Finger abgeschnitten, in einer Fräse drin. Und wenn man jetzt hier schaut, das ist alles unbeweglich, ist wie steif, oder? Mhm. Und hier ist beweglich. Und wenn irgendwo unbeweglich ist, dann muss irgendwo etwas anderes mehr bewegen. Dann reißt es hier viel mehr. Und das geht vom Fuß bis in die Schulter. Mhm. Das hängt da. Und das ist der mechanische Anteil. Und dann gibt es noch den Anteil der Informationsflüsse. Wenn hier was verklebt ist, dann geht auch der Informationsfluss nicht mehr durch. Dann bewegen sich andere Teile nicht mehr so, wie sie sich bewegen würden, wenn dort alles gelöst wäre. Man muss ja auch dran denken, durchs ganze Fasziensystem geht ja die Lymphe, gehen die Blutbahnen. Mhm. Ne? Die Versorgung spielt eine große Rolle. Wenn da Verklebungen sind, haben wir auch dort dann wieder eine Enge und eine Starre. Ganz genau. Das ist dann eher wieder das Themengebiet. Ja, jetzt hast du ja wirklich dieses Dr. Kitchen Talk, wo du wirklich auf basische Ernährung achtest und inwieweit hat die Ernährung Einfluss auf die Faszien und Schmerzen und Verklebung? Kann ich da was steuern? Ja, da ist ja auch dieses ganze Thema Übereiweißung, Übersäuerung, auch das zu viel Zucker, der dann wieder Reaktionen eingeht mit Proteinen, mit Fetten, dann zu Verklebungen führt. Ne? Kann man ja alles auch im Labor messen. Also es spielt eine große Rolle, als wenn ich mich wirklich gefäßrein mit viel Obst, viel Gemüse, guten Fetten, tierisch eiweißreduziert ernähre. Also was mir persönlich mal aufgefallen ist, wenn ich die Faszienrollen benutzt habe, unter normalen Ernährungsbedingungen, ja, so mit Zucker auch und Kaffee und das Ganze, da hatte ich echt Schmerzen teilweise. Und als ich diese Wasserfastenkur gemacht habe und die Faszienrollen benutzt habe, hatte ich keine Schmerzen mehr. Die Schmerzen waren weg. Also ja, aber im Fasten tut der Körper ja auch loslassen. Mhm. Ne? Also der Körper tut ja alles im Fasten mobilisieren, was er nicht mehr will. Was ist ja der Vorteil? Welche Möglichkeiten haben wir wirklich durch Bewegung die Faszien in eine Aktivierung zu bekommen? Also, wie ja Friederike gesagt hat, ist die Ernährung mal ein ganz, ganz wichtiger Anteil. Und die Bewegung und Ernährung haben wahrscheinlich etwa gleich viel, so wie ich das gefühlsmäßig beurteilen würde, gleich viel Anteil an Entkleben von Faszienverklebungen. Mhm. Man kann das mit Faszienrollen, Faszienkugeln, Faszienpistolen machen, mechanisch. Oh, da wollte ich dich schon mal nachfragen. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber du hast mir erzählt, dass du morgens was machst in deinem Bauchraum, um die Faszien zu stimulieren, zu lösen, zu aktivieren. Also das würde ich jetzt schon noch mal gerne wissen. Ja, das Thema Faszien ist eben so riesig groß. Jetzt gehe ich mal schnell zum Bauchraum. Ja. Genau, ich liege auf dem Rücken und dann eine halbe Stunde, das ist so eine Pistole mit etwa 10 bis 20 so Bewegungen, Schlägen, eine Kugel vorne dran. Und wenn du im ganzen Bauchraum, bei der Leber, am besten beginnt man bei der Leber, dann geht man hier runter und behandelt dann alle Organe, dann bist du nachher, wenn du die Organe behandelt hast, eine halbe Stunde, den ganzen Bauchraum, erstens, immer wieder merkst du, dass da Verspannungen waren im Bauchraum drin, über die Nacht, vielleicht durch Träume oder irgendwas,
dann bin ich viel beweglicher. Ich mache ja viel Beweglichkeitsübungen, oder? Ja. Und du könntest eigentlich auch, aber du hast jetzt einen Rock an, gell? Sie kam wegen dem Rock, darf sie jetzt nicht. Dann bist du viel beweglicher, als wenn ich das nicht mache mit den Organen. Was heißt das? Die Organe sind verbunden, also die fast, die Organe sind ja umhüllt, das weißt du, wenn du seziert hast. Oder wenn man, wenn jemand einen Fisch aufgemacht hat oder einen Huhn oder so, dann hängen die ganzen Organe hängen ja an einer Hauptfaszie. Und da gibt es wieder Unterfaszien. Und diese Faszien, diese Organfaszien, sind wiederum verbunden mit dem skeletalen Faszienapparat. Da hängen die ja dran. Das hängt alles zusammen. Und darum habe ich gesagt, das größte Organ hängt, das ist alles mit dem Faszienapparat. Und wenn ich da blockiert bin im Bauch, Verdauung oder auch, weil ich dort irgendwelche Probleme habe, organische Probleme, also gesundheitliche, ganz andere Probleme oder Krebs oder was auch immer, dann beeinflusst das, dann kannst du mit deiner Faszienrolle, kannst du rollen und rollen, wie du willst, dann hält das vielleicht eine Viertelstunde, ist das besser, nach einer Viertelstunde ist wieder weg, weil das tiefer drin ist, irgendwo in den Organen. Also, Ich finde auch da, ich merke das persönlich auch, weil du von dir sprichst, für mich ist so eine Morgenroutine, wenn ich Zeit habe, Yoga. Und dann vor allem diese Twist-Übungen, weißt du, wo du wirklich alles dehnst und in die Länge ziehst, alles sich weiten darf. Danach bist du wie gestärkt und durchflutet für den Tag. Was ich immer auch schön finde bei dir, Friederike, du hast noch diesen... Nochmal, du gehst nochmal einen Schritt tiefer in deiner Betrachtungsweise, auch in die Seelenebene, wenn man jetzt wirklich die Faszien auch auf ihre Blockaden hin betrachtet, ja, wenn man den Patienten wirklich bearbeitet in dieser blockierten Energie an der Leber oder Niere und da stecken ja dann auch die Emotionen drin, oder? Na klar. Und das sorgt ja dann nochmal mehr, weißt du, wenn so ein Organ auch aufgrund von seelischen Belastungen wie sehr angespannt ist, ne, in Anführungsstrichen schon verklebt ist, das betrifft natürlich, das überträgt sich ja auf die Faszie, ne, so wie du gesagt hast, es ist ein Sinnesorgan, die Faszie nimmt das ja wahr, was dort auch emotional passiert. Deswegen ist es immer Körper, Geist und Seele, du musst alles machen und so wie Yoga, Faszienrollen, Therapien, auch Massagen einfach oder Bewegung, ne, draußen barfuß. Also, merkst du das? Oder auf Kibun-Schuhen, ne, ich merke es, wenn ich auf dem Laufband bin. Ne? Wie man danach gleich wieder irgendwie so aufrecht geht und also besser schwingt. Also auf dem elastisch fällt. Ja, nur auf deinem Laufband, Karl. Aber anders gehe ich nicht. Wie ist denn, kannst du den Zusammenhang mit den Emotionen, du hast jetzt vorhin schon so angerissen, mit Träume und Verspannungen im Bauch, dass wenn du wirklich unter Stress bist oder irgendwelche, vielleicht hast du auch mal irgendwie doch einen Stress oder Sorgen, dass sich dann über die Faszien das auch auflöst oder ist das für die Männer thematisch nicht so interessant? Schau, ich kann auf Kibun-Schuhen gehen und meine, ich mache auch jeden Morgen meine Dehnungsübungen und eben auch entspanne den Bauchraum und so. Aber das nützt alles, inklusive Kibun, nützt alles nicht, wenn ich im Dauerstress bin. Weil der Sympathikus, das durfte ich ja hier in der Swiss Mountain Clinic feststellen, wo ich eine Woche da war, dass das mein Hauptproblem ist, Sympathikus. Das konnte ich viel daran arbeiten in den letzten Jahren und das ist sicher viel, viel besser geworden. Aber das Sinnesorgan, Faszienapparat, hat enorm viel eben mit der Psyche zu tun, mit der Stressbelastung und vielleicht noch einen kleinen, so um das Bild etwas abzurollen, Sinnesorgan. Wir haben ja 5 Sinne, oder? Einige Menschen haben vielleicht 6, 7 oder 7 Sinne. Mein Bauchgefühl ist ja auch irgendwo, ja. Aber reden wir mal von den medizinischen, messbaren 5 Sinnen, dann gibt's ja den Gleichgewichtssinn. Ja, was ist denn der Gleichgewichtssinn? Wenn es nur 5 Sinne gibt. Der Gleichgewichtssinn, das ist eben, das Sinnesorgan hat ja den Gleichgewichtssinn. Und der Gleichgewichtssinn besteht ja aus Sehen. Wenn du auf einem Bein stehst, noch vielleicht auf einer weichelastischen Matte noch,
dann schließt du die Augen, dann verlierst du schon mal 80% deines Gleichgewichts. Die Augen dienen dem Gleichgewicht, das Gehör dient dem Gleichgewicht und, das denkt man vielleicht weniger, aber Geschmack, Geruch auch. Wenn du taub und stumm wärst und auch blind, dann würdest du alles mit dem Geschmack und dem Geruch machen. Und der Gleichgewichtssinn hat seine Basis, die Plattform ist der Faszienapparat. Und dort sind fachlich gesprochen Golgis, Ruffinis, Pacinis, Sensoren drin. Und dort sind auch werden die ganzen Informationsflüsse, Meridiane ist so ein Begriff aus der Kirche. Ja, das hängt, das ist alles im Faszienapparat drin. Dann ist der Faszienapparat ist gar nicht so weit weg von der chinesischen Medizin, Mediane. Die Punkte, Triggerpunkte und so, die sind auch weitgehend deckungsgleich. Und diesem Thema wird in der noch heutigen Ausbildung viel zu wenig Gewicht gegeben, eben weggeschnitten. Naja, also erzählt dir niemand. Genau. Wir haben ja im Grunde überall nochmal den Körper abgebildet. Im Ohr, in der Handfläche, in der Fußfläche, von der Wirbelsäule. Könntest du dir vorstellen, dass diese Punkte, die mit den Organen verbunden sind, dass die über die Faszien die Informationskette gesteuert wird, dass die Faszien sozusagen die Informationsleitung ist? Karl nickt so schön, also kann ich mir das auch vorstellen. Schön, dass ihr euch einig seid. Ja, wo sollen die Leitungen denn sonst sein, wenn ich da? Genau. Super. Das sind so Dinge, über die denkt man eigentlich im Alltag gar nicht so nach. Aber jetzt im Rahmen dieser Sendung, klar, ist das so. Ne? Du schießt hier was rein und über den Faszienapparat, der hier mit allem verbunden ist, gibst du denn den Stimulus, also und der verteilt sich. Und bei Operationen, das ist ja das Furchtbare. Bei jeder Operation, egal was. Ich ließ mir ja mal den Blinddarm operieren. Mhm. Da werden Sachen zerstört. Es gibt ja dann diese Narbentherapien, Gott sei Dank. Das kann vieles wieder gut entstören, kann vieles wieder gut machen. Aber bei, ich denke, eine Kreuzbandoperation, das ist für mich die, ich sage es jetzt, wie ich denke, die kriminellste Operation überhaupt. Da machst du ja nochmals eine Baustelle auf, weil du die Syndesmose-Sehne oder wie die heißt, nimmst, also du machst noch eine zweite Operation, setzt die ein, dabei hat die das vordere Kreuzband, das hintere auch, aber oft sind halt 90% der Fälle sind vorderes Kreuzband, dabei hat die vor allem Signalübertragungsfunktion. Und die neue Sehne, die du einbaust, die hat ganz andere Aufgaben. Dann versetzt du die in etwas Neues, wo die völlig weil die ist nicht gebaut für diese Signale. Ja. Das ist wie wenn du an einer Telefonleitung plötzlich 220 Strom rauflassen würdest oder umgekehrt. Ja, dann Bäcker auf einmal Softwareentwicklung machen lässt. Da passiert auch nichts. Das geht nicht mehr. Dann hast du zwei Baustellen, dann hast du überall Narben. Ja, man sagt dann schon, das macht man minimalinvasiv. Aber auch minimalinvasiv gehst du durch die ganzen Faszienschicht durch und verklebst, dann hast du alles verklebt. Und du machst ja Zerstörung. Ne? Würdest du generell diese Entstörung der Narben empfehlen? Oder? Gibt's da Methoden? Ja, also ich merke selber, insbesondere auch bei Wetterveränderungen und so, mehr spülen viele, viele ihre Narben. Ne? Also ich bin auch so ein Blinddarm-Typ leider, mit zweimal aufschneiden sogar. Also, und diese Verwachsungen, die kann man gut lösen. Mhm. Ne? Also durch Neuraltherapie, dann gibt es bestimmte Narbensalben mit Elektrolyten. Mhm. Es gibt Narbenöl mit den verschiedensten Heilkräutern, was wunderbar wirkt. Den Zelltuner kann man gut nutzen. Mhm. Ne? Wir haben auch die kleinsten Felder. Ne? Die gibt es ja so als so kleine Plättchen. Mhm. Kannst du dir rauflegen. Das versorgt einfach verbessert die Durchblutung in dieser Situation. Also man kann schon viel, viel machen. Plus natürlich Faszienrollen, Yoga und so weiter, Bewegung. Ne? Aber du musst natürlich auch gucken,
dass wir haben nur eine Blinddarmnarbe. Andere Leute haben große, große Bauch-OPs. Oh, die wurden riesenteile. Ja, Herz-OP ist ja auch so einmal. Ne? Durch, oder diese schöne Wippel-OP, wo dir wie alles rausgenommen wird. Ne? Und die Menschen, die kommen einfach danach im Leben nicht mehr zurecht. Das Schöne, das Positive an der Sache, ist ja alles genau gleich wie du. Du bist die Fachfrau und ich bin ja nur Biomechaniker. Aber halt auch Betroffener teilweise. Das Schöne daran, der Körper, die Selbstheilungsmechanismen des Körpers, die sind dermaßen stark, wenn man ihnen auch die Möglichkeit gibt. Darum möglichst wenig eingreifen, nur coachen. Eine Ärztin, jetzt weiß ich nicht, ob du einverstanden bist, sollte eigentlich ein Coach sein für den Patienten und nicht da. Teilweise muss man eingreifen, auch mal einen Teufelskreis durchbrechen mit irgendwelchen verschiedenen Methoden oder so. Aber im Wesentlichen sollte man Gesundheitscoach sein, ist meine Meinung. Aber und den Körper machen lassen. Aber ich sehe das auch so, Karl. Deswegen finde ich es ja auch immer so wichtig mit der Ernährung. Alles das, was der Patient selber machen kann, das kostet viel weniger und tut vielleicht investieren und in das ein oder andere Produkt, aber er kann so viel alleine machen. Ja, ich denke auch, diese Kommunikationskette, wie die aggressiv durch Chemikalien, Schmerzmittel unterbrochen wird. Ich meine, da ist ja wirklich ein chemischer Eingriff in eigentlich sensible Informationsketten. Und da gibt's ja auch bei euch jetzt auch in der Klinik alternative, natürliche Schmerzmittel aus der Natur, die den Körper in ihrer Kommunikation noch fließen lassen. Ja, klar. Und auch nicht diese Folgen von Medikamenten auf den ganzen Organismus, auf die Einlagerung blutiger Darm, Magenblutung, was da nicht alles nachher in Folge noch kommt. Wie geht ihr mit so chronischen Schmerzpatienten um? Das sind ja sicherlich die Faszien auch. Die richtige Ernährung, das richtige Wasser, die Bewegung ist mal das Erste. Ne? Mhm. Und das muss der Patient erst mal verstehen. Das Zweite ist dann natürlich, dass wir, dieses alte Heilwissen ums Schröpfen zum Beispiel, ne? Auch mal blutig schröpfen. Ne? Mhm. Einfach rausholen, mal entlasten. Auch mal diese ganzen Medikamenten, Marathon, klar, den die Leute hinter sich haben, auch klar, mal ausleiten. Und dann Alternativen, ne? Und den, wenn er durch die Hölle geht, weil er hat wieder Schmerzen, dann begleiten. Über Neuraltherapie, hochdosiert Magnesium, wir haben bestimmte Schmerzinfusionen, die wir dann da geben, ne? Wir nutzen die kleinsten Felder, Zelltuner und so weiter. Je nachdem, das ist ganz individuell, weißt du, das musst du gucken, was macht, wie geht's dem Patienten? Kriege ich solche Giftstoffe eigentlich raus, wenn ich jetzt wirklich über Jahre lang Cortison genommen habe und Ibuprofen, kann ich da nochmal so ein bisschen einen Reset machen? Ja, da muss man einfach gucken. Ne? Dem einen hilft ganz gut das Fasten, der andere braucht eine Leberentgiftung zum Start, der andere ist toxisch abgefüllt bis oben hin, hat auch mehrfach Kontrastmitteluntersuchungen gehabt. Ne? Da kommt man nicht so in die tiefen Schichten, da hilft dann die Umweltapherese. Also es gibt wirklich die verschiedensten Methoden, um die Patienten dann zu entlasten. Und dann haben die Patienten ja deine Schuhe, die wollen noch. Die alle ausprobieren bei uns, die Schuhe. Weil wir laufen ja nur in diesen Schuhen. Wir haben jetzt nur zum Sitzen. Wir sind Frauen und wir sind im Fernsehen. Ich sehe dich zum ersten Mal in diesen Schuhen. Aber das ist bei uns Pflichtprogramm für die Mitarbeiter. Mhm. Und viele Patienten probieren die aus und nehmen sie Ende der Woche mit. Und wollen nie wieder tauschen. Super. Ja, in Bezug auf die Faszien, hat halt das Gehen auf elastisch federndem Boden, wo ja auch die Sensormotorik in den Füßen, die Fußintelligenz, wo die Bewegung dort beginnt, setzt sich halt oder pflanzt sich im ganzen Körper fort, von den tiefen, feinen Muskeln bis zu den oberflächlich großen Muskeln, werden alle Muskeln in Bewegung gehalten. Und die Faszien verkleben ja bei Nichtbewegen. Das beste Beispiel ist ein Gips. Wenn ich meinen Ellbogen 6 Wochen im Gips hatte, das heißt stillgelegt wurde, dann kann ich ja kaum einen Millimeter bewegen, wenn der Gips weg ist. Das ist, weil die Faszien verklebt sind. Wenn man älter ist, 2 Stunden im Auto sitzt, drin sitzt oder auf einem Stuhl, da kann man ja
kaum aufstehen. Die Faszien verkleben sich sehr, sehr schnell durch Nichtbewegen. Dann verkleben sich die Faszien durch Stress, durch Schläge, monotone Bewegungen. Monotone Bewegung lässt die Faszien verfilzen. Das Verfilzen ist ein Fachbegriff in der Faszienforschung. Dann verfilzen sie, und wenn die Bewegungen komplex sind, nicht mehr monoton, auf der harte, flache Boden, der fördert ja eine monotone Fußbewegung, die zum Klappfuß führt. Wenn du barfuß im Wald gehst oder so, dann bewegt sich der Fuß von der Supination in die Pronation, hoch, komplex, mit den circa 30 Knochen. Und das gibt dann eben auch eine komplexe Bewegung aller Faszien im ganzen Körper drin. Und da können sie nicht mehr bewegen. Und das, können sie nicht mehr verkleben. Du kannst Faszien entkleben, wie du willst. Wenn du nachher wieder auf den flachen Boden gehst, in normalen Schuhen, dann sind sie sofort wieder verklebt. Oder auch Yoga wird so oft gemacht. Und wenn du im Yoga wirklich vorwärts kommen willst, den Spagat und alles Mögliche machen willst, dann musst du dich im Alltag an der Komplex bewegen. Weil der Alltag ist eigentlich die Ursache für die Probleme, die wir haben. Ist auch bei der Ernährung. Der Alltag, also welche Gewohnheiten habe ich? Jetzt noch ganz kurz das Letzte. Das Dritte ist Übersäuerung, verklebt Faszien. Also Übersäuerung, Stress, Schläge und keine Bewegung. Und die Übersäuerung, das ist wieder dein Fachgebiet, mit Ernährung und alles Mögliche. Wir können alles stundenlang weitermachen. Aber das Schöne bei euch finde ich, dass wirklich die Komplexität des Körpers in Verbindung mit der Medizin, mit deinem Ganzheitswissen in Verbindung eben die tolle Lösung und die Erleichterung für den Patienten nachher bringt. Und deswegen danke ich euch für eure Arbeit und schön, dass ihr heute da wart und bis bald. Danke. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schöner Einblick mal wieder in die Welt der Faszien. Ich hoffe, Sie konnten auch einiges für sich rausnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.